Passend zum Geburtstag der schwedischen Kronprinzessin Victoria gibt es heute eine ganz besondere Torte. Eine klassische schwedische Prinzessinnentorte. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Für den Biskuit braucht ihr 180 Gramm Mehl, 230 Gramm Zucker, 50 Gramm Speisestärke, 6 Eier der Größe S, 60 Gramm Öl, 1 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Und für die Creme braucht ihr dann später noch 500 ml Milch, 70 Gramm Butter, 45 Gramm Speisestärke, eine Prise Salz, 2 Vanilleschoten, 3 Eidotter der Größe S und 80 Gramm Zucker. Ganz zum Schluss braucht ihr dann noch 400 bis 500 Gramm Zentes Marzipan Rohmasse, Zentes Sonnenfrüchte Himbeere cremig, Schlagsahne und Lebensmittelfarbe in Grün und Pink bzw. Rot sowie Puderzucker. Los geht's mit dem luftig lockeren Biskuitboden. Dazu werden zunächst Mehl, Speisestärke, Backpulver und Salz miteinander vermischt. Die Eier werden zusammen mit dem Vanillezucker und dem Zucker weiß cremig aufgeschlagen. Das kann bis zu 10 Minuten dauern. Nach dieser Zeit wird die Mehlmischung dazugesiebt und ganz vorsichtig und langsam untergehoben. Zum Schluss wird noch das Öl untergehoben und die Masse in einem Backring oder eine Springform mit 22 cm Durchmesser gefüllt und gebacken. Und zwar 35 bis 40 Minuten bei 160 Grad Ober-Unterhitze. Nach der Backzeit sollte der Biskuit 10 Minuten bei leicht geöffneter Ofentür abkühlen, bevor er aus der Form gelöst werden und komplett abkühlen kann. Deckt ihn danach am besten mit einem sauberen Küchentuch ab, damit er nicht austrocknet. Parallel zum Biskuitboden könnt ihr schon mal die Puddingcreme zubereiten, da sie auch etwas abkühlen muss. Dazu werden Eidotter, etwas Milch, Zucker, Salz und Speisestärke glatt gerührt, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Die Vanilleschoten werden ausgekratzt und zusammen mit dem Vanillemark und der restlichen Milch aufgekocht. Die heiße Vanillemilch wird anschließend unter Rühren zu der Stärke Eimischung gegeben, um die Eier zu temperieren. So kann das Ei nicht so schnell gerinnen. Die Masse wird anschließend zurück in den Topf gegeben und einmal aufgekocht. Anschließend kommt noch die Butter hinzu und wird gut untergerührt. Mit Frischhaltefolie bedeckt, muss die Creme dann gut abkühlen. Wenn es soweit ist, wird der Biskuit in drei Böden geteilt. Am besten achtet ihr darauf, dass der mittlere Boden schön dünn geschnitten wird. Er bildet später die Kuppel. Hier haben der untere und mittlere Boden jeweils 2 cm Dicke und der obere 1 cm. Für die Füllung wird der abgekühlte Pudding locker aufgeschlagen, sowie die Sahne. Anschließend wird die Sahne unter die Puddingcreme gehoben und ein Teil der Füllung in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle gefüllt. Der untere Boden wird zunächst dünn mit der Creme bestrichen und anschließend einen Ring mit der Creme aufgespritzt. Dieser verhindert, dass die leckere Himbeerkonfitüre an den Seiten rausquillt, die im Anschluss auf den Boden gegeben wird. Von der Menge reicht ein halbes Glas aus.
Dann kommt wieder Creme darüber und der mittlere Boden. Mit dem Spritzbeutel kann dann schon mal eine grobe Kuppelform vorgeformt werden. Seid ihr mit der Form der Kuppel zufrieden, kommt der dünnere obere Boden darauf und das Ganze wird mit der restlichen Creme eingestrichen. So muss das Ganze dann erstmal für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In dieser Zeit kann schon mal die Marzipan-Rohmasse mit dem Puderzucker verknetet und danach eingefärbt werden. Die Marzipandecke wird dabei grün und die Rosen dunkelpink. Da die Rosen eine leicht marmorierte Optik bekommen sollen, wird ein kleiner Teil des Marzipans nicht eingefärbt. Für die Rosen werden das pinke und helle Marzipan in kleine Stücke gezupft und wieder zusammengesetzt und zu einer dünnen Rolle geformt. Daraus werden wiederum kleine Kugeln geformt und zwischen einen aufgeschnittenen Frischhaltebeutel gelegt und mit einem glatten Gefäß platt gedrückt. Mit euren Fingern könnt ihr die einzelnen Blütenblättchen etwas ausdünnen und anschließend ganz einfach zu einer Rosenblüte zusammensetzen. Für die Rosenblätter rollt ihr die grüne Marzipanmasse aus und stecht sie einfach mit einem solchen Fondantstempel aus. Sobald die Torte gut durchgekühlt ist, wird die restliche grüne Marzipanmasse dünn ausgerollt und die Torte damit eingedeckt. Da Marzipan ja sehr klebt, stäubt die Arbeitsfläche am besten mit Puderzucker ein. Zum Schluss kommt noch etwas Puderzucker obendrauf, sowie die Marzipanrosen und fertig ist eine super leckere festliche Marzipantorte.